Das Brokatbild, ein Märchen aus Tibet. In einem armen Landstrich am Fuße der Berge lebte einst eine Witwe mit ihren drei Söhnen. Der älteste war ein Taugenichts, der zweite war nicht viel besser und nur der jüngste war ein gutherziger, fleißiger Bursche. Die Mutter webte den ganzen Tag und unter ihren Händen entstanden wunderbare Blumen, Vögel und Tiere. Die Stoffe trug sie auf den Markt in die nahe Stadt und für den Erlös kaufte sie Essen. Der jüngste Sohn ging Holz machen, die beiden älteren Söhne aber lagen den ganzen Tag faul in der Sonne und warteten, was ihnen die Mutter Gutes vorsetzen würde. Einmal hatte die Mutter ihre Ware früher als sonst verkauft. Wie sie so über den Markt schlenderte, um zu erkunden, wo sie den billigsten Reis kaufen konnte, sah sie an einem Stand ein Bild hängen. Gebannt trat sie näher. Auf dem Bild war derselbe Berg, der hinter ihrem Dorf aufragte, doch statt der armseligen Hütten waren am Fuß des Berges viele ansehnliche Häuser gemalt. Am schönsten war ein zweistöckiges Haus zwischen Blumen und Gras. Durch den Garten floss ein silberner Bach und in einem kleinen See schwammen rote Fische. Und das Federvieh, das dort war, und die weißen Schafe auf den Hängen und die goldenen Maisfelder, über allem strahlte eine große rote Sonne. Die Mutter konnte sich nicht von dem Bild losreißen. Ohne zu überlegen, nahm sie alles Geld, das sie für ihren Brokat erhalten hatte, und kaufte das Bild. Nur ein paar Kupfermünzen blieben übrig und für die erstand sie ein bisschen Reis. Einmal wird's schon gehen, dachte sie. Das nächste Mal sollen es die Jungen umso besser haben. Unterwegs blieb sie jeden Augenblick stehen, rollte das Bild auf und erfreute sich an ihm. Sie zählte die Hühner und Enten auf dem Hof, schaute, welches Gemüse neben dem Haus wuchs und welche Blumen im Garten blühten und war glücklich wie noch nie. Zu Hause hängte die Mutter das Bild an die Tür und musste es immer wieder bewundern. Die beiden älteren Söhne murrten, dass sie nur unnötig Zeit und Geld verschwendet habe, der jüngste aber sagte: »Von ganzem Herzen wünsche ich euch ein solches Haus mit Garten, Mutter. An eurer Stelle würde ich nach diesem Bild Brokat weben. Und wenn ihr dann das Haus und die Blumen und den Bach und die Hühner hineinwebt, so wird euch sein, als wäre das alles Wirklichkeit.« »Was redest du da für Unsinn?« meinte der älteste Sohn. »Wenn sie nur zu ihrem Vergnügen webt, wovon sollen wir dann leben?« »Du hast recht«, unterstützte ihn der zweite Sohn. »Wenn sie wie eine große Dame leben will, dann soll sie auf ihr nächstes Leben warten. Vielleicht hat sie dann mehr Glück.« Die Mutter aber fand den Einfall des Jüngsten gefallen. »Macht euch keine Sorgen, Jungen, ihr sollt schon nicht zu kurz kommen«, beruhigte sie die Söhne. »Ich werde auch am Abend und am frühen Morgen weben, ich habe euch bisher ernährt und werde euch auch in der Zukunft ernähren.« Sie kaufte das beste Garn und machte sich an die Arbeit. Ein ganzes Jahr lang saß die Mutter am Webstuhl und webte. Abend für Abend zündete sie die Fackel an und der beißende Rauch trieb ihr die Tränen in die Augen. Die glitzernden Tropfen fielen auf den Brokat und die Mutter webte sie in das Bild hinein. So webte sie aus den Tränen den Bach und den See mit den zitternden Wellen. Im zweiten Jahr röteten sich die Augen der Mutter von der Anstrengung und auch die Tränen färbten sich rot. Und so fielen rote Tropfen auf den Brokat und die Mutter webte sie in das Bild hinein. So webte sie rote Blumen und die gleißende Sonne. Im dritten Jahr war das Bild fertig und alles war darauf, was man sich nur denken konnte. Grünes Land am Fuße des hohen Berges, Häuser wie aus Silber, goldener Mais auf den Feldern, Gemüse und Blumen und Ziersträucher in den Garten und am Dorfrand erhob sich statt der armseligen Hütte der Witwe ein hohes Gebäude mit roten Säulen, gelben Türen und einem blauen Dach. Hinter dem Haus weideten auf dem Hang Schafe und Büffel und Kühe, im Gras pickten Küken und watschelten Enten und in der Luft flogen Vögel. Vor dem Haus war ein Garten voller Bäume und herrlicher Blumen. In der Mitte lag ein kleiner See mit roten Fischen und aus dem See sprudelte ein silberner Bach und floss zu den Reisfeldern hin. Über allem hing eine große rote Sonne. Die Mutter rieb sich die entzündeten Augen und lächelte glücklich. Die Söhne kamen und standen staunend vor dem Bild. »Wie viel Goldstücke könnte man dafür wohl verlangen?« fragte der Älteste. »Dafür könnte man so manches anschaffen«, meinte der Zweite.
Aber der jüngste Sohn erklärte: Die Mutter hat uns ein Haus gewebt. Wir werden es anschauen und im Geiste darin wohnen. Das Bild habe ich für mich selbst gewebt und verkaufe es nicht, sagte die Mutter. Hier in der dämmerigen Stube kann man nicht so recht sehen, was alles drauf ist. Wir wollen es ans Licht tragen. Sie hingen das Stück Brokat draußen auf und das Bild leuchtete in brennenden Farben. Erst jetzt sah man, wie schön es war. Die Nachbarn liefen zusammen, staunten und lobten, und die Mutter lächelte glücklich. Plötzlich streichelte ein kühler Windhauch die Wangen der Mutter, und wie ein Peitschenschlag folgte ein Sturmwind vorbei, riss das Bild von der Tür und trug es davon. Niemand wusste, wohin. Die Mutter schrie auf und fiel in Ohnmacht. Die Nachbarn liefen nach allen Seiten auseinander, das Bild zu suchen. Die Söhne durchforschten die ganze Umgebung, umsonst. Vergeblich fragten sie jeden Wanderer, niemand hatte das Bild gesehen. Von jenem Tag an ging die Mutter wie abwesend umher. Der jüngste Sohn tröstete sie und kochte ihr Ingwersuppe, aber die Mutter siechte unter seinen Augen dahin. Nach einiger Zeit rief die Mutter ihren ältesten Sohn und sprach: Wenn du willst, dass ich am Leben bleibe, so bring mir mein Brokatbild zurück. Mir ist, als hätte ich ein Stück meines Lebens verloren. Der Sohn zog seine Sandalen an und brach nach Osten auf. Einen ganzen Monat war er unterwegs, da kam er zu einem Bergpass mit einer steinernen Hütte. Vor der Hütte stand ein Pferd und reckte den Hals nach den Erdbeeren zu seinen Füßen aus. »Warum frisst das Pferd die Erdbeeren nicht?« dachte der älteste Sohn. »Warum steht es nur da und reckt den Hals und macht das Maul auf?« Er trat näher und bemerkte, dass auch das Pferd aus Stein war. Der Bursche wunderte sich sehr. Und wie er so dastand und mit aufgerissenen Augen das steinerne Pferd und die steinerne Hütte anstarrte, da trat eine alte Frau aus der Tür. »Was suchst du hier, mein Sohn?« fragte sie lächelnd. »Ich suche das Brokatbild meiner Mutter«, antwortete der Bursche. »Sie hat die ganze Landschaft hineingewebt, ein Haus, einen Bach, einen Garten, Geflügel, die Sonne und die Blumen. 3 Jahre lang konnten wir uns wegen des dummen Bildes nicht richtig satt essen, und kaum war es fertig, da hat es der Wind fortgetragen. Wisst ihr vielleicht, wo es ist?« »Ich weiß es wohl«, sagte die alte Frau. »Das Bild haben sich die Feen vom Sonnenberg ausgeliehen. Sie wollen nach seinem Vorbild auch solchen Brokat weben.« »Da bin ich aber froh, dass ich nicht mehr in der Welt herumirren muss«, sagte der älteste Sohn. »Welcher Weg führt denn nun zum Sonnenberg? Ich werde gleich hingehen, und dann habe ich endlich meine Ruhe.« »Das ist leichter gesagt als getan«, lachte die Frau. »Nur auf diesem Pferd kannst du den Sonnenberg erreichen.« »Aber das Pferd ist ja aus Stein«, wandte der Bursche ein. »Aus Stein ist es wohl, aber es wird lebendig, sobald ich ihm deine Zähne einsetze, damit es 10 Erdbeeren abreißen und fressen kann.« Der älteste Sohn starrte die Alte erschrocken an und seine Knie zitterten. »Das ist noch gar nichts«, fuhr das Weiblein munter fort. »Du musst auf dem Pferd durch Pflammen reiten und durch Treibeis schwimmen. Erst hinter dem Meer findest du den Sonnenberg und die Feen. Aber wenn du unterwegs auch nur einen einzigen Laut von dir gibst, verbrennen dich die Flammen zu Asche, oder die Eisschollen zermalmen dich, oder die Meereswellen verschlingen dich. Wenn du willst, mein Sohn, schlage ich dir gleich die Zähne aus und setze sie dem Pferd ein.« Der älteste Sohn wich ängstlich zurück und schaute den Weg entlang, den er gekommen war. Die Frau sagte lächelnd: »Nun, wenn du nicht willst, so tu dir keinen Zwang an. Kehr lieber nach Hause zurück. Ich gebe dir ein Kästchen mit Goldstücken auf den Weg.« »Und die gebt ihr mir nur so, für nichts und wieder nichts?« fragte der Bursche überrascht. »Nur so«, nickte die Frau. »Dann gehe ich lieber nach Hause«, sagte der älteste Sohn, nahm die Goldstücke und schon lief er davon. An der Wegkreuzung sagte er sich: »Für einen ist es ja mehr als genug, aber für 4 ist es zu wenig. Ich will lieber in die Stadt gehen und dort wie ein Herr leben.« Und er schlug den Weg in die Stadt ein. Als der älteste Sohn nicht zurückkehrte, sagte die Mutter zu dem zweiten Sohn: »Dein Bruder treibt sich irgendwo in der Welt herum und hat uns sicher schon längst vergessen. So zieh denn du aus und bring mir mein Brokatbild zurück.« Der Sohn zog seine Sandalen an und machte sich auf den Weg. Er ging einen Tag, er ging eine Woche, er ging einen Monat. Auch er kam zu der steinernen Hütte und sah das steinerne Pferd, das den Kopf nach den Erdbeeren ausstreckte.
Aus der Tür trat wieder die alte Frau und fragte: »Was führt dich hierher, mein Sohn?« »Ich suche ein Brokatbild«, brummte der zweite Sohn unmutig. »Die Mutter hat es gewebt und der Wind hat es davongetragen.« »Dein älterer Bruder war schon vor dir da«, sagte die Alte, »aber er fürchtete sich, durch Feuer und Eis zu reiten und das Bild zu holen.« »Aber das Pferd ist ja Stein«, wandte der Bursche ein. »Wenn du dir mit einem Stein die Zähne ausschlagen lässt, damit ich dir dem Pferd einsetzen kann, kannst du dir das Bild von den Feen holen.« »Das fehlte gerade noch, mir die Zähne ausschlagen zu lassen«, sagte erschrocken der zweite Bruder. »Da kehre ich lieber um.« »Ich gebe dir ein Kästchen mit Goldstücken mit auf den Weg«, sagte die Frau. »Dein Bruder hat auch eins bekommen.« »Deshalb hat er auch nicht nach Hause gefunden«, dachte der zweite Sohn. »Recht hat er getan. Sicher lebt er irgendwo in Saus und Braus.« Er nahm das Kästchen mit den Goldstücken und machte, dass er davon kam. An der Wegkreuzung überlegte er nicht erst, sondern ging geradewegs in die Stadt. »Jetzt lasse ich mir's gut gehen. Warum soll ich so dumm sein und mit jemandem teilen?« Als auch der zweite Sohn nicht zurückkehrte, rief die Mutter den Jüngsten herbei und sprach: »Mein Sohn, ich werde von Tag zu Tag schwächer. Wenn ich das Brokatbild nicht bekomme, werde ich wohl nicht mehr lange leben. Deine beiden Brüder treiben sich irgendwo auf der Welt herum und haben uns sicher schon längst vergessen. Auf dich war aber immer am meisten Verlass. Geh, vielleicht findest du das Bild.« Der Sohn zog seine Sandalen an und machte sich auf den Weg. Als er zu dem Bergpass kam, streckte noch immer das steinerne Pferd seinen Hals nach den Erdbeeren aus. In der Tür der steinernen Hütte stand die alte Frau und sprach: »Beschwerlich ist der Weg zum Brokatbild. Deine Brüder haben lieber Goldstücke genommen, als ihre Mutter zu retten.« »Ich fürchte nichts«, antwortete der jüngste Sohn, »und Geld will ich keins. Geld macht meine Mutter nicht gesund. Was muss ich tun, damit ich das Brokatbild finde?« Die Frau beschrieb ihm den Weg durch das Feuer und durch das Eis und sagte ihm auch, dass er seine Zähne dem Pferd leihen müsse, damit es lebendig würde und 10 Erdbeeren abpflücken könne. Die Frau hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da bückte sich der Jüngling schon nach dem ersten besten Stein, schlug sich mit einem Schlag alle Zähne aus und setzte sie dem Pferd ins Maul. Das Pferd wurde lebendig und fraß 10 Erdbeeren. Der Jüngste schwang sich auf seinen Rücken und preschte davon. »Vergiss nicht, dass du keinen Laut von dir geben darfst, selbst wenn dich die Flammen brennen und das Eis dir die Haut aufreißt«, rief die Frau ihm nach. Ohne Aufenthalt ritt der Reiter tief und tiefer in die Berge hinein, bis er zu einer Stelle kam, wo die Flammen aus dem Innern der Erde loderten. Der Jüngling gab dem Pferd die Sporen und schon flogen sie durch die Feuerwand. Die Flammen brannten und drohten ihn zu ersticken, aber er klagte nicht. Als er schon glaubte, die Flammen würden ihn verschlingen, verloschen sie plötzlich und Reiter und Pferd standen auf einem schattigen Steinpfad zwischen hohen Felsen. Der jüngste Sohn wischte sich den Schweiß von der Stirn, atmete die reine, kühle Luft und ritt weiter. Lange zogen sie dahin. Allmählich drang das Rauschen des Meeres an sein Ohr. Bald standen sie am Rande einer Meeresbucht. Der Jüngling zitterte vor Kälte. Soweit das Auge reichte, türmte sich Treibeis. Riesige Eisberge krachten gegeneinander, dass es donnerte. In der Ferne aber lag ein hoher, grüner Berg, ganz von goldenem Sonnenschein überflutet. »Der Sonnenberg! Vorwärts, mein Pferdchen! Beeil dich, damit wir bald an Ort und Stelle sind!« Das Pferd stürzte sich ohne Zögern in das Treibeis. Das Eis brannte wie Feuer und schürfte ihm die Haut auf. Die Wellen peitschten ihm ins Gesicht, aber der Jüngling presste den Mund zusammen und gab keinen Laut von sich. Als er schon glaubte, von den eisigen Wellen verschlungen zu werden, trug das Pferd seinen Reiter ans Ufer. Sogleich trocknete die Sonne seine Kleider und heilte die Wunden, und ehe sich's der jüngste Sohn versah, waren sie auf dem Berg angelangt. Vor ihnen erhob sich ein glitzernder Kristallpalast und aus dem Garten klang Mädchengesang. Der Jüngling ritt durch das Tor und sprang vom Pferd. Vor dem Bild der Mutter saß eine Schar hübscher Mädchen und alle webten Brokat. Als die Mädchen den Fremden erblickten, ließen sie ihre Arbeit liegen, liefen lachend zu dem Jüngling und begrüßten ihn. Ein zierliches Mädchen in einem weinroten Kleid gefiel ihm besonders gut. In diesem Augenblick trat eine schöne Frau zu ihm.
Ihr Kleid glitzerte wie die Sonne auf dem Wasser, ihr Haar wurde von einer goldenen Spange zusammengehalten. »Ich bin die Königin der Feen«, sagte sie. »Zu uns kommt so leicht kein Mensch. Was ließ dich den gefährlichen Weg wagen?« »Ich bin gekommen, um das Brokatbild meiner Mutter zu holen«, antwortete der jüngste Sohn. »Der Wind hat es bis zu euch getragen und meine Mutter ist deswegen erkrankt.« »Der Wind hat das Bild nicht zufällig davongetragen. Wir haben ihn geschickt. Wir wollten nach dem Bild deiner Mutter eigenen Brokat weben. Wir sind schon fast fertig. Wenn du uns das Bild noch diese letzte Nacht lässt, dann sollst du es morgen haben. Bis dahin aber sei unser Gast«, sprach die Feenkönigin. Der Junge wusste gar nicht, wie ihm geschah. Die Feen umringten ihn lachend und gaben ihm Nektar und Ambra zu kosten, als sei er einer der Unsterblichen, und dann setzten sie sich wieder an die Arbeit. Bis zum Abend webten sie. Als die Dämmerung hereinbrach, hängten sie eine Perle an die Decke des Saales und arbeiteten in ihrem Lichte weiter. Der Jüngling war schon lange eingeschlafen, ermüdet von dem langen, beschwerlichen Ritt. Inzwischen beendeten die Mädchen ihre Bilder und begaben sich zur Ruhe. Nur die jüngste Fee in dem weinroten Kleid war noch wach. Sie schaute auf das Bild der Mutter und dann auf das eigene und seufzte tief. Nein, ein solches Bild wie das der Mutter hatte keine der Feen gewebt. Keiner der Bäche glitzerte so wie der Bach aus den Tränen der Mutter. Keine Sonne brannte so wie die aus dem Blut der Mutter. Das Mädchen betrachtete lange den schlafenden Jüngling, und plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie nahm einen Seidenfaden und stickte in das Bild der Mutter eine kleine Fee im weinroten Kleid, die am Ufer stand und die roten Fische bewundert. Es war Mitternacht, als der Junge erwachte. Der Saal war leer, nur in der Mitte lag das Brokatbild der Mutter. Der Jüngste schaute es an. »Warum soll ich bis zum Morgen warten?«, fragte sich. »Die Mutter ist vor Sehnsucht nach dem Bilde krank und sicher geht es ihr mit jedem Tag schlechter.« Er rollte das Bild zusammen, steckte es unter seine Jacke, sprang auf das Pferd und machte sich auf den Rückweg. Vergeblich fielen die Wellen mit ihrem scharfen Eis über ihn her. Vergeblich umloderten ihn die Flammen der Vulkane. Der Jüngling gab keinen Laut von sich, und ehe er sich's versah, stand das steinerne Haus vor ihm, und von der Schwelle lächelte ihm die alte Frau entgegen. »Sei willkommen, mein Sohn«, sagte sie freundlich. »Du bist ein guter und mutiger Bursche. Du hast, was du wolltest. Jetzt gebe ich dir noch deine Zähne zurück.« Sie nahm dem Pferd die Zähne aus dem Mund und setzte sie dem Jüngling ein. Im selben Augenblick wurde das Pferd wieder zu Stein. »Hier hast du Sandalen aus Hirschleder. Wenn du sie anziehst, bist du im Nu zu Hause«, meinte die Frau. Der Jüngling bedankte sich bei der Alten, streifte die Sandalen aus Hirschleder über, und augenblicklich stand er vor der Hütte seiner Mutter. Gerade trat die Nachbarin aus der Tür und schüttelte sorgenvoll den Kopf. »Gut, dass du zurück bist«, sagte sie. »Wer weiß, wie lange deine Mutter noch leben wird. Sie steht nicht mehr auf, und ihre Augen sehen jeden Tag schlechter.« Der Jüngste rannte in die Hütte. »Schaut her, Mutter«, rief er und zog das Brokatbild unter seiner Jacke hervor. Kaum hatte die Mutter vernommen, dass ihr Sohn wieder zurück war und das Bild mitgebracht hatte, da fühlte sie sich frisch. Sie setzte sich auf, ließ sich das Bild geben und rollte es auf. Auch ihre Augen schienen auf einmal besser sehen zu können. »Trag das Bild hinaus, mein Sohn«, bat sie, »damit man es besser betrachten kann.« Der Sohn trug das Bild vor die Hütte. Sonnenhell leuchteten die Farben. Plötzlich wehte ein Windhauch und strich über das Bild. Da rollte sich das Bild noch weiter auf, bis es das ganze Land bedeckte. Und aus dem zweistöckigen Haus trat die Mutter, schaute sich um, und Tränen des Glücks rollten über ihre Wangen. So weit das Auge blickte, reifte auf den Berghängen goldener Mais, das Vieh weidete auf der Wiese, im Gras pickten Küken und watschelten Enten, durch den Garten floss ein silberner Bach und überall blühten schöne Blumen. Alles war so wie auf dem Bild. Aus den silbrigen Häuschen kamen die Nachbarn gelaufen und konnten das Wunder kaum fassen. Der Sohn nahm seine Mutter an der Hand und führte sie in den Garten. Langsam schritten sie zum See und konnten sich an all der Pracht nicht satt sehen. Plötzlich blieb der Sohn wie angegossen stehen und sein Herz schlug freudig. Am See stand die zierliche kleine Fee in dem weinroten Kleid und lächelte.
Wie bist du denn hierher gekommen?", fragte der Jüngling. Das Mädchen senkte die Augen. "Ich habe mich in das Bild gestickt", flüsterte es. "Du warst es, der mich hierher gebracht hat. Nun, da das Bild Wirklichkeit ist, gehöre ich ebenfalls hierher." Die Mutter betrachtete das schöne Mädchen mit Wohlgefallen. "Wir haben jetzt ein großes Haus und ich könnte wohl eine Tochter brauchen", sagte sie. Die Fee warf dem Jüngling einen schnellen Blick zu und der nahm sie bei der Hand. "Willst du meine Frau werden?", fragte er leise, und das Mädchen nickte freudig. Und so wurde denn Hochzeit gefeiert. Die Mutter lud nicht nur die Nachbarn ein, sondern auch alle Bettler aus dem ganzen Land. Zufällig erfuhren auch die beiden Brüder davon. Sie hatten längst alle Goldstücke verjubelt, und da sie nicht gewöhnt waren, von ihrer Hände Arbeit zu leben, zogen sie am Bettelstab durch das Land. Als sie zu ihrer ehemaligen Heimstätte kamen und sahen, wie alles verändert war, da schämten sie sich ihrer Lumpen und wagten sich nicht über die Schwelle. Der jüngste Sohn aber lebte glücklich und zufrieden mit seiner Feenfrau und seiner alten Mutter in jenem schönen Landstrich unter der strahlenden Sonne. Danke, liebe Elisabeth, selig, dass du dieses zauberhafte Märchen aus Tibet für uns ausgegraben hast.